Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, heute möchte ich mit euch ein bisschen Güterverkehr bauen, beziehungsweise erstmal das Ganze irgendwie ins Rollen bringen. Wir haben ja in Minden, brauchen wir Brot. Zumindest habe ich das jetzt so eingestellt, weil ich habe ja hier noch eine Lebensmittelfabrik. Und hier hinten ist ein Bauernhof. Ne? Der ist ganz gut. Der produziert auch immer fleißig, obwohl keiner was abholt, aber das ändern wir ja. So. Und ich möchte ganz gerne den hier hinfahren lassen. Und hier habe ich ja so einen kleinen Trick angewandt. Ihr seht ja hier diese beiden schwarzen Punkte. Die sind auch da ist einer. Das sind von den Häfen. Sind das die Anschlussstellen für Straßen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, guck mal, ist alles ausgewählt. Weil der Hafen ist auch dieser Punkt. Genau wie der Hafen auch dieser Punkt ist. Und der Hafen hier wählt alles aus, bis auf die, da kommt er nicht ran, das ist so weit weg, ist der Hafen. Ne? Und so kann ich nachher alles mit allem verbinden. Das heißt, wenn hier ein Zug ankommt, kann der das auch auf den Hafen zu den Schiffen laden. Und ich muss nicht von hier bis da irgendwie mit LKWs arbeiten. Das finde ich ganz praktisch. Ist so ein kleiner Trick. Und meine Idee war, da ich jetzt hier nicht die ganzen Gleise alle blockieren will, würde ich ganz gerne eine eingleisige Nebenbahnstrecke mit einer Ausweichstelle von hier am Wasser lang bauen. Hier unter der Brücke her. Das sollte passen. Hier auch unter der Brücke her. Und hier drauf. Also fährt der Zug dann quasi hier einmal dran lang. Dreht hier um. Und hier reiße ich das nochmal ab jetzt. Hier möchte ich noch ein Kopfgleis haben, wo der dann mit rankommt. Soweit meine Idee. Oh, das denke ich mal, können wir jetzt mal umsetzen. Vielleicht schaffen wir das auch, die dann heute noch in Betrieb zu nehmen. So, mal gucken. Eigentlich brauche ich keine Oberleitung rein, da fährt nur Diesel. Da würde ich eine kleine V100 oder sowas, eine Gravita oder sowas fahren lassen. So. 4 mal 4 sind 160 Meter. Ja, nur mal sicher. So, Güterplattformen. Was für Güter? Bahnhof Mainfield, leere Plattform. Nee. Das müssen wir hier wieder durch diese dicken leider nehmen, diese breiten. Ich hätte da lieber einen schmaleren gehabt, aber. Peron, das sind halt alles keine Güterplattformen. Und das ist einfach nur Beton auf dem Boden. Also müssen wir die nehmen. So. Perfekt. Ja, okay. Dann Gütergebäude. Fangen wir mal mit dem hier an. Zack. Das da eben. Das dahin. So. So, jetzt haben wir hier die Dinger. Das geht jetzt noch nicht, weil das war zu weit weg ist. Jetzt können wir uns. Das ist der von dem anderen Hafen. Warte, Koordinander hier. Müssen wir mal gucken, dass wir mit der Straße da irgendwie hinkommen. Der ist ja noch relativ flexibel. So, die kommen schon aneinander. So, kann ich den da hinpacken? Kann die einfach wieder abreißen. So, sollte ich jetzt mit der Straße, die da hinten kommt, jetzt hier so lang ziehen. Kommen wir mit der nicht ran. Das ist jetzt aber noch nicht so dramatisch. Dann machen wir den hier hin. Den ein wenig länger. Den da drauf. Alles nicht so richtig gerade, ne? Straße läuft schief. Die Straße läuft schief.
So. Ah, auch kein 90 Grad Winkel hier, aber ist ja egal. So, aber jetzt haben wir es wieder. Klicken hier drauf. Der Hafen deckt alles ab. Klicken da drauf und der Hafen deckt alles ab. So, halt auch den Hafen, ne? Das ist halt ganz praktisch. Und nur die kleinen Dinger, die kann man nachher verstecken oder macht das eh grau und dann stellt man LKWs drauf. Fertig die Kiste. Sieht man nichts mehr von. So. Hier muss ich jetzt mal gucken, wie wir das nochmal lösen wollen. Wenn ich jetzt hier nämlich auch die Schranke mache, dann haben wir hier diese ganzen kleinen Stücke. Ich möchte das als einen großen durchgängigen Bahnhof haben, Bahnübergang haben. Was natürlich nachher für den Verkehr, wenn hier wirklich mal immer viele LKWs fahren, eigentlich ja tödlich ist. So, 60, 35 Meter, nein. Können wir den jetzt nämlich hier auch noch rüberführen. Das klappt aber. So, der geht dann damit schon mal zusammen. Da haben wir das Weichentrapez drin. Dann kommen wir hiermit auch drauf. So, das war jetzt ja relativ simpel. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier lösen. Wir haben ja noch dieses unsichtbare Gleis, aber ich glaube, das hatte ich schon mal probiert. Was packt der denn da unten? Ist das hier noch? Nee. Das geht. Ja, guck mal, wenn ich das jetzt hier mache, dann haben wir das. Da ist der Abstand einfach noch zu groß. Natürlich dann echt. Das ist natürlich echt kacke dann, ne? So, im Prinzip müssten wir das irgendwie so haben. Dann haben wir jetzt hier so einen ewig langen Überstand. Wenn hier nur ein Zug kommt, ist natürlich alles dicht. Im Moment ist es der einzige die einzige Überquerung. Kein Hotel. So, ich kann aber halt auch nicht die so weit abreißen, weil dann verschwindet das nämlich wieder. Können wir da noch... Hier können wir noch was draus machen aus dem Gleis. Sag aber nicht das, bitte. Sondern hier mal wegen 10 km/h. So. Der kann da noch mit drauf gehen. Können wir hier noch ein Depot hinstellen. Kriegen wir das hier vielleicht auf der Seite auch noch hin. Dass wir das irgendwie berechtigterweise hinbekommen. So. Und du kannst dann damit drauf gehen. Zack. Ja, ist doch gut. Na, das wird jetzt aber eng. Jetzt ja mal gucken. Oh, könnte klappen. Bin ja schon zu dicht am Bahnhof. Natürlich blöd. Wenn wir da irgendwie eine Lok oder sowas hinstellen wollen, dann ist da echt nicht mehr viel Platz. Kann im Prinzip, kann sie nur... Komisch. So. Jetzt das hier hinschmachen. Das geht auch. Dann können wir hier im Prinzip ja nur so eine kleine Fake-Lok hinstellen. Wir haben ja hier welche. Der hätte jetzt irgendwie auch ein Depot machen müssen. Hier, sowas können wir hier nicht hinstellen, weil nicht elektrisch. Aber wo sind sie? Ich kann hier sowieso nichts draufsetzen jetzt, weil wir hier... Und die sehen von den Farben auch nicht so schön aus. Nee, ich mache das nachher hier mit. So, jetzt geht es aber mit unserer Linie weiter. Hier müssen wir jetzt nochmal ein Kreuz reinbauen. Zack. Das Kreuz meinetwegen, das ist auf jeden Fall noch noch elektrisch. Hier nur 60, dann kann man da auch mit 60 rüber. So. Und jetzt nein.
ist eine Nebenbahn, da fahren die Züge nur 80 km/h. Obwohl, auf einer Nebenbahn kann man auch 100 fahren, ne? So. Kommen wir hier raus. Natürlich schon wieder ein ganz schönes Wirrwarr hier an den Oberleitungsmasten. Gehen wir so raus. 80 km/h. Und können jetzt von hier dann auf 100 km/h hochbeschleunigen. Jetzt wird es nur interessant. Unter der würde ich behaupten, komme ich drunter her. Ohne großartige Probleme. Unter der hier auch, weil wir eh tiefer sind dann. Bin jetzt nur auf ebenerdig gegangen, ne? So, jetzt können wir hier einmal kurz wechseln und gehen jetzt dann hier wieder hoch. So, und fahren jetzt hier so quasi am Wasser lang. Hier können wir dann eine Ausweichstelle einbauen. Brauchen nicht länger als der Bahnhof sein. So, und dann geht das hier. So. Dann geidert da wieder drauf. Kommen wir hier mit den Signalen hin. KS 100. So. So. Dann geht das weiter. Hier durch den... Ne, warten wir mal. Lass mal gucken, wo wir jetzt hier den Bahnhof hinsetzen. Ich will eigentlich keine Felder abreißen. Geht's ja nicht nur dahin, ne? Oder hier. Haben wir hier Gebäude. Güterbahnhof. Mehr haben wir hier nicht. 160 Meter. Schade, dass man hier noch keine gebogenen hat. Da verschwindet das schon. Oder halt hier unten hin. Dann kann man da vielleicht nochmal irgendwie mit so ein paar Lagern arbeiten. Jetzt kann man da noch ein bisschen was hinbauen. Oberleitung nein, Höchstgeschwindigkeit nein. Kann man es lieber so machen. So. Ja. Nee, warte mal. Da, ich habe eine Idee. Ist das jetzt so tief? Ach, hier ist mitten so ein Berg, ne? So. Dann machen wir jetzt hier nochmal Gleise. Da eins ran. Und hier machen wir jetzt mit den normalen Gleisen. Können wir noch ein Stück gehen. So ungefähr. Gebäude. Nein, alle Gebäude. Hoppala. So. Aha. Können wir doch noch ein weiter. Dann passt es hundertprozentig von der Länge. So kann man hier quasi den Zug parken. So optisch. Ja, optisch gesehen. Kann man da vielleicht einen Zug hinstellen. Ich habe jetzt auch noch dieses, glaube ich, dieses Grain Storage. Aber das ist ja mal, glaube ich, pottenhässlich, ne? Und passt ja nicht mal. Ansatzweise, ich weiß gar nicht, ob ich das drin habe. Jedenfalls irgendwelche Kräne, kann ich jetzt auch nichts mit anfangen. Kohlhop. Gebäude. Achso, kann man für die. Ah ja, alles klar. Für die Anlage. Die. Depots. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Da.
Tja. Tja. Das ist hier hinsetzen, ne? Schwebt das erstens? Schon mal scheiße aus. Das sieht nicht so schön aus. Oder? Nee, das ist viel zu groß. Nee, das lass mal. Vielleicht fällt mir da irgendwann nochmal was zu ein, dass man da noch was hinbaut. Da nochmal eine Plattform. Machen wir den wieder auf 200 Meter. So. Und dann können wir jetzt das rein theoretisch. Bei Getreideverladung hatten wir hier nicht. Ja, hier kann die KI selbst bestimmen. Habe ich denn irgendwo noch ein paar Feldwege oder sowas? Nee. Nichts dabei. Nichts dabei. Das ist die gepflasterte Straße. Das ist die gepflasterte Straße. Die haben wir aber mittlerweile hier oben auch schon. Warte mal. Mal Terra-Tool, Terra angleichen. Oh. Den hoch. Also hier mal ein bisschen platt machen, die ganze Geschichte. Und dann jetzt nochmal die Straße hier hin. So. So. Zack. Jetzt geht das da nämlich schon ran, logischerweise. Das heißt, wir müssen angleichen hier so bauernmäßig. Da können wir gucken. Da wird mir schon was einfallen, mit Deko-Sachen hier was hinzubauen. Da fällt mir schon was ein. So, und dann geht das jetzt hier einfach weiter. Ja, im Prinzip kann er damit 100 kannst du einmal die weitergehen. Ja. Ist dann da logischerweise da drauf. Wo ist mein Ende des Gleises? Da hinten. Gehen wir da einfach stumpf drauf. So. Zack. Und schlängelt sich das dann hier durch. Dahin. Das ist doch schon mal. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Eingleisig. Und dass wir dann hier die Lebensmittelfabrik schon mal so ein bisschen befeuern können, ne? Dann können wir die Route mal machen. NB für Nebenbahn. Getreide. Bad Osun. So. Und da. Ach, da. Mehr ist das nicht. Hier macht er das automatisch. Hier aber nicht. Das heißt, wir haben hier keine Signale, ne? Nein, haben wir nicht. Okay, ich muss hier mal noch ein paar Signale setzen und hoffen mal, dass sich dann hier was ändert. Die Route nehmen wir mal. Wo ist er? Getreide. So. Signale. Signale. Hier ist ja nur 60. Ah ja, siehst du. Das eine Signal hat schon gereicht. Ja, hier gut, mit den ganzen Signalen müssen wir nochmal gucken, was wir dann hier so letztendlich alles haben. Zack, da muss einer warten. Der muss natürlich dann da auch warten. So. Ja, ist doch perfekt. So, dann haben wir das. Und dann können wir jetzt mal gucken, was wir uns hier für einen Zug zusammenstellen. Wir haben noch 300.000 Euro, also haben wir eigentlich gar kein Geld mehr. Na gut, wir müssen irgendwie die Folge hier vorankriegen, ne?
Oh, 17 Millionen. Naja, egal. 17 Millionen. Dann haben wir hier einmal Diesel. Irgendwas. Entweder so eine Gravita. Oder halt so eine V90 hier. Das würde ich wahrscheinlich eher vorschlagen. Hier so eine alte, so eine Vorserie. Und dann nehmen wir Cargo. Die kann nur Brot. Oh, was haben wir denn hier? Das ist schön. Die haben doch so viele Getreide. Ah, da. Guck, das alles war Frankreich. Aber das ist ja egal. So, 100, was haben wir? Das ist eine Kapazität von 100. 136 Meter, Kapazität von 200. Das Ding produziert aktuell nur 200 maximal. Wir werden das mit diesem Zug mal so versuchen. Höchstgeschwindigkeit sind 80. Das ist mittelmäßige Beschleunigung. Dann nehmen wir mal einen noch weg. 175. So. Dann geht jetzt auf die Reise. Getreide. Ist der Bosen. So. Und hier haben wir unseren ersten Güterzug. Das Problem ist natürlich, wir bringen das jetzt zwar hier hin. Ne? Der ist ja mit angedeckt, aber von hier geht noch nichts in die Stadt. Da gibt es noch keine Straßen und sonst irgendwas. Aber der erste Güterzug ist schon mal da, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.